Also wie ihr schon sehen könnt, heute geht es um den Betriebsstundenzähler, den ich verbauen werde. Einfacher Grund, da das Ding ja eigentlich nur im Gelände bewegt wird und man dann sich jetzt nicht unbedingt auf die Kilometer verlassen kann, vor allen Dingen was Service und Wartung betrifft, habe ich mir gedacht, dass es sinnvoll ist, Betriebsstundenzähler einzubauen. Kommt bei der KFX auch noch, aber da hole ich mir einen neuen Tacho, wo dann der Betriebsstundenzähler mit integriert ist. Bei der KVF einen neuen Tacho holen wäre ein bisschen kompliziert, weil der ist ja schließlich hier fest in der Armatur verbaut. Da müssen wir alles umbauen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, soweit zu dem Thema. Genau, in dem Zusammenhang werde ich auch direkt auf solche Plastikclips umrüsten, weil die vordere Verkleidung hier abzunehmen ist immer ein bisschen komplizierter. Sehr viele Schrauben, dieses ganze Plastikteil hier muss abgenommen werden. Da sind überall Schrauben drin. Also so viele Schrauben sind das nur für dieses Plastikteil auf beiden Seiten. Deswegen werden da diese Plastikclipser in Zukunft reinkommen, die man einfach hier mit raushebeln kann. Und dann hat man in einer halben Minute das komplette Ding hier lose. Und ja, das werde ich dann auch nachher machen. Genau, Betriebsstundenzähler, das Plastikding. Wozu ich jetzt auch noch komme, ist, ich werde den Kühler ausbauen. Wahrscheinlich. Oder mal gucken, wenn die Verkleidung runter ist, ob ich da gut rankomme. Der ist nämlich komplett vollgeschlammt. Das Problem ist nämlich, der Unterfachschutz, der gerade fehlt, komme ich gleich auch noch zu, geht nur bis hierhin. Also hier ist ein Riesenloch, weil die Winde da aktuell nicht drin ist, weil ich keine bekommen hatte beim Kauf. Die war da nicht bei. Kann halt nicht alles haben. Und ja, der Schlamm immer schön von hier direkt auf den Kühler. Der nach einmal Füßen voll ist, war der komplett dicht. Deswegen werde ich jetzt einmal sauber machen und bis ich dann irgendwann eine Winde habe, die diesen Hohlraum hier ausfüllt, hier wahrscheinlich hier ein Blech vormachen, dass das hier dicht ist. Ja, soweit dazu. Ja, genau, Unterfachschutz, der ist im Moment nicht drunter. Der wird nämlich aktuell ausgemessen. Da kommt nämlich wahrscheinlich auch bald was Neues. Werde ich wahrscheinlich auch ein eigenes Video zu machen. Aber da muss ich erstmal gucken, wie und ob das was wird. Weil da ist ja nur so ein scheiß Kunststoff Unterfachschutz drunter und da kommt jetzt einer aus Alu drunter. Aber das wird ein eigenes Video, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen größeres Projekt mit Produzieren des Dings und erstmal gucken, ob das überhaupt klappt. Gut. Aber na gut, kümmern wir uns erstmal hier drum. Ich werde jetzt erstmal die vordere Verkleidung abnehmen und dann sehen wir weiter. Kommen wir mal zum Zwischenstand. Der Kühler ist wieder sauber. Man kann, okay, auf dem Video sieht man es wahrscheinlich nicht, aber man kann da wieder durchgucken. Schlamm ist raus. Ja, zu dem Einbau. Nach mehreren Versuchen, den irgendwie ans Laufen zu kriegen, habe ich den jetzt, okay, ist erstmal nur provisorisch, weil ich gucken wollte, ob der funktioniert. Habe ich ihn jetzt tatsächlich ans Laufen bekommen. Ich denke, es liegt daran, dass man den, wie auch hier in der Anleitung, von der Zündspule zum Zündstecker um das Kabel rollen soll. Weil ich habe es natürlich jetzt andersrum gemacht, weil ich dachte, dann ist das Ding weiter weg vom Motor, das Kabel, was nachher weggeht. Hat aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich es mal andersrum drum gewickelt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Denke ich mal, dass es wahrscheinlich daran liegt. Naja, auf jeden Fall, ich kann es ja mal zeigen. Ja, das hängt, wenn ich jetzt die Zündung starte, sobald ich den Stecker habe, baumelt alles hier gerade so rum. So, Zündung an. Ist natürlich erstmal noch nichts, weil das Ding natürlich nur selbst funktioniert über die, ja, das heißt also über den Strom von dem Stecker. Fängt er an zu zählen. No. Und dann zählt er halt die Betriebsstunden. Und jetzt geht er gleich wieder aus, weil der Motor ja, nicht mehr läuft, kein Signal mehr kommt. Dann müsste er jetzt gleich ausgehen. Kann man noch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch klappt, durch die Modis durchgehen. So, das ist irgendwie Zähler B. So, genau, also das ist der allgemeine Zähler. Kann man hier noch einen zweiten Zähler,
noch einen dritten Zähler oder irgendwie so. Oder das eine ist ja allgemein, wie rum, weiß ich nicht, steht hier drin, ist ja alles beschrieben, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Mir geht es nur darum, dass ich immer sehen kann, wie lange das Ding schon läuft, damit mal wieder ein Ölwechsel ansteht. Ja, jetzt werde ich mich damit beschäftigen, das Kabel kaputt zu schneiden, weil ich brauche natürlich noch einen Stecker, dass ich das Ding irgendwo auch nicht nur am Kabel hängt, wenn ich die Verkleidung abnehmen will oder irgendwas. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wo es hinkommt, aber ich muss das Ding auch abklemmen können, um das Quad auseinanderzunehmen. Also muss dann Stecker rein, obwohl in der Anleitung drin steht, man soll das Kabel nicht verändern. Aber gut, no risk, no fun. Ich werde das Kabel jetzt gleich durchschneiden und einen Super Seal Stecker einbauen. So, wer hätte das gedacht? Es funktioniert. Super Seal Stecker, also zumindest die Pole sind schon mal dran. Da kommt jetzt halt nur noch die beiden Enden drüber. Vorher muss ich das aber erstmal gucken, wo ich das richtig einbaue. Also ich habe schon eine Idee, und zwar hat der Vorbesitzer mir hier ein schönes Loch hinterlassen. Da war ein Schalter dran. Das heißt also, ich werde jetzt den Zähler genau hier drüber kleben. Dann habe ich nämlich richtig schön das Loch zu, habe den Zähler da, wo man ihn gut sehen kann, aber er nicht im Weg ist. Und den kann ich quasi mit einfach an den Kabel dran machen, hier für den Zünder und für diese Einheiten. Das heißt also, die Kabel muss ich sowieso immer rausziehen, wenn ich die Verkleidung abnehme. Und dann kommt da jetzt einfach noch ein Kabel dazu. Und dann ist das Problem gelöst. Also werde ich das jetzt da einbauen. Werde die Verkleidung dran halten und dann gucken, was ich mit dem ganzen Kabel mache, weil in der Anleitung steht auch, man soll so viel Kabel, wie es geht, um das Zündkabel wickeln. Das heißt also, wenn ich das jetzt gleich verbaut habe, kann ich dann sehen, wie ich das Kabel verlege, werde das hier nochmal lösen, werde das dann nochmal so weit drum wickeln, wie ich Kabel über habe, und dann ist das auch eigentlich schon fertig. Und da bin ich auch schon wieder, und das hat ja bis jetzt auch alles eigentlich noch zu gut geklappt. Wie sich nicht gerade herausstellte, ist das, was beigelegt ist zum Befestigen des Zählers. Schrauben werde ich nicht benutzen, weil, wie gesagt, da müsste ich ja noch neue Löcher in die Verkleidung machen. Das kommt nicht in Frage. Da dachte ich, ja gut, ist ein passendes Klebepad dabei, wunderbar. Jetzt habe ich das gerade rausgenommen und musste feststellen, das ist Klett. Das ist ein Klett mit zwei Klebern auf beiden Seiten, dass man den quasi mit Klett an die Verkleidung machen kann. Oh, warum sollte ich das tun? Das macht keinen Sinn. Warum macht man das? Na, ich hatte zum Glück noch diese Klebepads von den Blinkern. Die habe ich ja verschraubt in denselben Löchern, die schon vorher vorhanden waren. Und daher hatte ich diese Klebestreifen über. Und die werde ich jetzt zurechtschneiden. Das heißt, ich werde quasi das Teil hier rausschneiden, um das über dieses Loch zu kleben. Wieder alles komplizierter als sein müsste, aber ich könnte natürlich auch ein Klett benutzen, weil das ja auch voll sinnvoll ist. So, der Betriebsstundenzähler ist installiert. Ist hier dran. Funktioniert auch. Sobald der Motor läuft, fängt er an zu zählen. Kühler vorne ist auch wieder sauber. Kann man wieder schon durchgucken. Und jetzt komme ich mal hier zu. Das hatte ich ja auch noch vor. Jetzt habe ich mir so einen Kasten bestellt. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche ich nehme. Und zwar sind das ja ursprünglich diese Dinger. Die stecken ja hier so drauf. Und dann wird einfach nur so eine ganz normale Schraube da durchgedreht und schraubt sich quasi das Gewinde von diesem Clips. So, und jetzt mit den neuen Dingern kann ich den quasi weglassen. Packt das Teil an die richtige Stelle. Der will gerade noch nicht so gut. So, dann habe ich jetzt diesen Clips hier genommen. Fokussieren. Steckt man einfach da rein. Ja. Oh Gott, Multitasking. So. Und durch diesen Stift wird er dann gespreizt.
wie man das irgendwie besser funktioniert. Stift durchdrücken und dann ist das fest. Also wenn ich hinten noch festmache, aber hier vorne ist das fest. Und dann kann man einfach hiermit, na, so, den wieder rausziehen, fertig. So kann man das dann ganz schnell installieren und deinstallieren. Und da es nur Kunststoff ist, die Dinger kosten nichts, wenn die irgendwann mal auf sind, stellt man neue, fertig. Es sind da ganz viele verschiedene. Ja, gucken, ob ich überall die gleichen nehme, wenn sie passen. Es gibt die auch noch mal eine Nummer größer, für größere Löcher. Und damit werde ich jetzt komplett alle Verkleidungsteile zusammenklipsen, damit ich halt, wenn die Verkleidung runter muss, nicht mehr schrauben muss, sondern quasi wirklich nur noch mit diesem Werkzeug, theoretisch geht auch ein Schlitzschraubendreher, die Dinger rausklipsen muss und dann ist fertig. Ich habe jetzt hier überall Plastik, diese Kunststoff-Plastik-Noppen reingesetzt. Muss ja schon gucken, einige Löcher, die hier waren zum Beispiel tiefer, weil hier insgesamt drei Plastikschichten übereinander sind. Da musste ich dann andere nehmen, die ein bisschen länger sind. Es gibt auch ein paar, die halten nicht so gut. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da andere reinmache. Und ja, aber an sich bin ich schon mal zufrieden. Das heißt, auf jeden Fall mega einfach, die wieder abzumachen. Also die ganzen Verkleidungsteile und so. Die einzigen richtigen Schrauben sind jetzt halt noch hier unten. Weil die sollen ja auch ein bisschen was aushalten. Schließlich ist hier, steht man da drauf und das wird, ist nur ans Plastik geschraubt und das Plastik nur hier unten an dem Rahmen. Und wenn die natürlich jetzt aus Kunststoff wären und dann fährt man irgendwann durchs Gelände und das ganze Seitenteil bricht dann ab, wäre natürlich nicht so gut. Natürlich halten diese Kunststoffdinger nie so gut wie die richtigen Schrauben, aber ist halt der Vorteil, es ist halt ein Schwachpunkt. Wenn man irgendwo hängen bleibt, die Verkleidung oder so, dann brechen halt eher die Schrauben, als dass sie irgendwie das ganze Kunststoffteil zerbricht. Weil, sag mal, so ein Kunststoffding hier zu ersetzen, ist günstiger, als wenn jetzt irgendwo die Verkleidung auseinanderreißt oder diese Löcher aufreißen und man ein ganzes Verkleidungsteil braucht. Und ja, deswegen bin mal gespannt, wie es sich im Gelände schlägt. Auf jeden Fall wird es das Schrauben in Zukunft etwas einfacher machen. Da spare ich mir jetzt bestimmt, 10 Minuten fürs Verkleidung abbauen und nochmal 10 Minuten fürs wieder dranbauen. Allein dadurch, dass ich jetzt auf fast 20 Schrauben, die ich jetzt in der ganzen vorderen Verkleidung getauscht habe, nicht mehr rausschrauben muss. Ja, ja gut, dann war es auch schon wieder. Mal schauen, wann das nächste Video kommt. Wie ich ja schon angedeutet habe, da kommt nochmal was zum Unterfahrschutz. Keine Ahnung, ob das dieses Jahr noch was wird. Wir werden es sehen.